Hallöchen. Hallihallo. Wir sind auf der Frankfurter Buchmesse, auf der 68. genau genommen. Bei dem Forum. Ja, wir treffen einige Promis. Die haben uns ein bisschen erzählt, was sie gerade zu Hause lesen, was vielleicht auch ihr lesen müsst oder wollt. Und ja, das wollen wir euch zeigen. Ich denke mal, da kommt ein ganz cooler Mix bei rum. Es liest ja nicht jeder das Gleiche. Und ich bin echt super gespannt, was die Promis uns empfehlen. Also ich habe dieses Jahr ein Buch gelesen, was ich sehr empfehlen kann. Es heißt I Saw a Man. Es ist von Owen Shears. Hat mir riesig Spaß gemacht. Es ist sehr spannend, sehr psychologisch. Klare Leseempfehlung von mir. Eins meiner allerersten Bücher habe ich im Urlaub gelesen, damals in Frankreich. Das war ein Agentenroman von Ken Follett, Die Nadel. Riesenbuch, total spannend, ganz einfach zu lesen, nichts Anspruchsvolles, aber liest man in einem durch. Ich glaube, ich habe 1,5 Tage gebraucht, kann ich empfehlen. Ein bisschen älter, aber ist super. Ein Tipp von mir, Die Hütte ist schon etwas älter, das Buch. Habe ich mir mal gekauft vor ein paar Jahren am Flughafen, weil ich in Urlaub fuhr und wollte irgendein Buch mitnehmen. Und da stand hinten drauf, haben viele Menschen gelesen. Das Buch fing erstmal an wie ein Krimi, wie ein Roman. Dann wurde es auf einmal so abgedreht, dass ich es fast weggelegt hätte. Habe aber Gott sei Dank weitergelesen. Mich hat selten ein Buch so beeindruckt und Sichtweisen für mich eröffnet, die mit Schicksalsschlägen und Glaube und Bewältigung zu tun haben wie dieses Buch. Faust 1, vor allen Dingen Faust 2, ist für mich eine Art Bibel, ein Lehrbuch und eine Richtschnur und eine Idee. Also auf jeden Fall Marhaba, Flüchtling von Konstantin Schreiber, würde ich sagen. Wer schon etwas älter ist, vielleicht auch die Biografie von Hermann van Veen. Wir haben ja heute viele Liedersänger. Einer der ersten Singer-Songwriter war er, der auf Deutsch gesungen hat. Und ist da oben jemand von Bärbel Schäfer natürlich. Im Grunde sollte jeder, auch der nicht dem christlichen Glauben in besonderer Weise verhaftet ist, einmal die Bibel gelesen haben. Und wenn ich noch, obwohl ich noch wirklich alles andere als ein Literaturkenner oder gar Literaturkritiker bin, eine Empfehlung abgeben darf, Stoner von John Williams. Mein aktuelles Lieblingsbuch ist Einen Scheiß muss ich. Und das ist kein Quatsch, so heißt wirklich das Buch und es ist wunderbar. Also jetzt aktuell lese ich gerade Daniel Glattauer geschenkt und das ist so lustig, so schön geschrieben, ganz aktuelles Thema, extrem spannend. Ich würde mal sagen, so von 18 bis 98 sollte das jeder gelesen haben. In Frankreich und England mag das anders sein. Aber hier in Deutschland gibt es nur ein Buch, das jeder Deutsche gelesen haben muss. Egal, ob er an Gott glaubt oder nicht, ob er fromm ist oder nicht. Na, einmal dürfen Sie raten, die Bibel. Also ich bin ja Krimi-Leserin, deshalb empfehle ich auch gerne Krimis. Ich freue mich jetzt total auf das Neue von Nele Neuhaus im Wald und auch auf das Neue von Simon Beckett. Auf diese Hunter-Krimis haben ja auch viele gewartet, ich auch. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich lese viel. Ich habe gerade ein schönes Buch von einem kleinen thüringischen Verlag über die Geschichte der Erhängungen aus den letzten 70 Jahren der Erhängungen in England. Man sollte das gelesen haben, wozu man mega Bock hat. Und um zu wissen, worauf man mega Bock hat, muss man wissen, wozu man mega Bock hat.